Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Bioshock Infinite. Und ja, das Spiel ist jetzt nicht mehr so hübsch wie vorher, weil wir jetzt angefangen haben zu kämpfen. Und hier brennt alles lichterloh. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste das fast alles nochmal neu spielen, weil das ja ein automatisches Speichern hat und ich nicht abspeichern kann. Also ich muss mir angewöhnen, dass ich möglichst da aufhöre, wo ich auch den letzten Speicherpunkt habe, damit ich nicht alles nochmal neu spielen muss. Weil jetzt ist natürlich alles ein bisschen anders. Also sprich, ich habe nicht mehr die gleiche Munition, die ich vorher hatte und keine Ahnung, was so war. Deswegen, ich spiele jetzt einfach mal weiter und hoffe, dass ich in Zukunft das ein bisschen mehr treffe, weil der Speicherpunkt war schon ein Stück weit echt zurück. Okay, hier haben wir Salze und die haben wir voll. Gott, können wir überhaupt durch dieses Szenario hier durchgehen, ohne kaputt zu gehen? Kann man denn hier... Moment, ach so, ja, man kann ja laufen. Das muss ich mich immer wieder dran gewöhnen, dass man laufen kann. Wir haben ja dieses komische Feuervieh hier besiegt. Mehr oder weniger, weil wir haben das ja erst befreundet und dann einfach kaputt gemacht. Und ich habe das jetzt gerade ja nochmal versucht und es war ganz gut, dass wir es befreundet haben, weil es schießt Sachen auf uns. Oh, hi. Ah ja, okay. Wenn ich also... Oh, gedrückt... Da müssen wir ja sowieso hin. Wenn ich jetzt gedrückt... Moment, jetzt muss ich das nochmal gucken. Wenn ich gedrückt halte, dann explodiert das. Wenn da einer draufläuft. Nee, was ist das? Na, komm mal her. Ich möchte gerne wissen, was das da für eine Lava-Front ist. Kommt mal her, kommt. Oh nein, jetzt sind die da hinten alle. Es explodiert. Sehr schön. Und wenn ich so mache... Ah, okay, ich habe nicht genug Salz. Warte, hier war doch noch so ein Salzding. Eine Police Box. So, da haben wir wieder ein bisschen Salz. So, und ich glaube, wir können die looten, dann kriegen wir auch wieder Salz. Ich muss mir angewöhnen, dass es Salz heißt und nicht Eve. Und das ist... Oh, ah, guck mal hier. Kann man wahrscheinlich Feuer machen. Ah, cool. Very, very cool. Und es tut mir offensichtlich auch weh. Ja! Moment. Gott, oh Gott. Okay, jetzt haben wir ganz schön Health verloren. Ups. Können wir irgendwo uns wieder auffüllen? Haben wir ein Medipack oder sowas? Wenn ja, wie benutze ich das? Welche Taste war das denn? Ach ja, nee. Ich habe die Tasten ein wenig umgelegt. Ich habe jetzt Nahangriff auf C, weil da komme ich eher dran als auf V. Aber irgendwie, wir brauchen was für die Health. Ah, guck mal hier. Salze. Ich brauche Health. Aber hier gibt's nicht so wirklich, oder? Kann ich das hier noch looten? Vielleicht ist da was Leckeres drin? Nein? Scheiße. Okay, darunter kann ich nicht. Kiste durchsuchen. Ach, guck mal hier. Die Kisten können wir durchsuchen. Hat nicht so viel gebracht, wie es hätte sein können, aber gut. Aber hier ist auch nichts mehr. Scheiße. Okay, wir müssen jetzt einfach mal so hoffen, dass wir da nicht, dass da jetzt nicht 1 Million Leute rauskommen. Sonst sterben wir sogar bei leicht. Was irgendwie doof wäre. Kann man hier noch irgendwo was? Nein. Ah, das ist so schön hier. Gibt's hier noch? Guck mal, da eine... Ja, Geld. Okay. Da war ein Verkaufsautomat da hinten, aber ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg zurückzugehen. Wir hoffen jetzt einfach mal darauf, dass es hier nicht jetzt gerade der Super-GAU wird. Angreifertechnisch. Ach, guck mal hier. Salz und Muni. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, so schön hier. Ein Brot, sehr schön. Und Apfel. Ja, es hilft nicht so viel, aber ein bisschen. Gut, dann gehen wir mal rein in das Blue Ribbon, was uns da erwartet. Hallo? Passiert was? Achso. Ah, okay, ich muss noch entscheiden, ob ich den Bereich verlassen will. Ja, ich will den Bereich verlassen. Wir betreten einen neuen Bereich offensichtlich. Yay! Und wir haben einen Ladebildschirm. Sie haben eine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war dieser Job umsonst. Hab nicht zugehört. Nicht so schnell lesen können. Okay, also Salze sind voll. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen this way. Deswegen gucken wir jetzt erstmal hier. Das Blöde ist, man hat ja jetzt keine Map mehr. Oh, ja, da ist das Menü offensichtlich unter M. Und dementsprechend können wir nicht mehr so wirklich sehen, ob wir alle Orte erkunden. Man wird offensichtlich betrunken.
Aber meine Health ist voll, das ist schon mal gut. Wie gesagt, man kann jetzt nicht mehr gucken, ob man an allen Orten war. Deswegen müssen wir da jetzt einfach darauf vertrauen, dass wir dann alle Orte finden. Weil ich bin da ja auch so gut drin, weil ich hab. Der Season Pass bringt ja Ausrüstungsgegenstände, Maschinengewehr-Upgrade. Ja, den habe ich doch, oder nicht? Du musst Belohnung einsammeln, bevor du nach Monument Island kannst. Was muss ich einsammeln? Das hier. Kinetoskop benutzen. Ach, guck mal, die benutzen wir jetzt einfach mal alle und gucken uns mal an, was da drin zu sehen ist. Ein Rückblick auf die Anfänge. 1993, der Traum vom Propheten wird endlich irgendwas. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in die Welt zu verbreiten. Ende. Wow, der war echt unglaublich spannend. Was ist denn das da hinten? Gott, da sind ja Leute. Ach, das sind die beiden. Ja, okay. Wir gucken erstmal hier weiter. Der Prophet widersteht Feinden. 1901. Die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner. Bla. Ich kann nicht so schnell lesen. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Okay. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock. Halten Sie sich raus. Wir stehen hinter dem Propheten. Ende. Okay, Wahnsinn. Also, Comstock hat in irgendeinem Krieg gekämpft und das fanden die Amerikaner aber scheiße. Wir trennen uns von der sogenannten Union. 1902, ein feiges Amerika pfeift seine besten Schwat. Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von der Union los und verschwindet in den Wolken. Ach, vorher war das irgendwas in Amerika, ein Staat oder was? Columbia. Oder eine Stadt? Was ist das denn? Wir haben Ausrüstung? Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich. Aperitif? Ich finde die komisch. Aber wir können uns hier ein bisschen Infusion. Was ist das denn? Gesundheitsinfusion. Erhöht die maximale Gesundheit. Schildinfusion. Erhöht die Schildkapazität. Wir haben kein Schild. Bisher. Und Salzinfusion. Erhöht die Salzkapazität. Im Moment bin ich für Gesundheit. Weil wir haben noch kein Schild. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt ja auch irgendwann kriegen. Moment, was haben wir denn hier? Ausrüstung betrachten. Diese Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Ja, okay, was haben wir denn hier? Ein Hemd. Munitionsvorteil. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 75%. Klingt gut, ne? Stiefel, Adlerangriff. Erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 50%. Nimm ich mal, weil es sind ja Schuhe. Elektrischer Schlag. 70%ige Chance, dass dein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer ist für 4 Sekunden lang verwundbar. Sind die sonst nicht verwundbar? Aber. So wird das also hier gemacht. Hosen, Geistersoldat. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Cool. Was wollte ich jetzt sagen? Also man umgeht quasi diese ganzen Tonika hier, indem man Spezialanziehsachen trägt. Auch cool. Gut, gibt's sonst noch irgendwas? Hier gibt's Geld. Nein, ich möchte keinen Alkohol trinken. Danke. Ist das überhaupt Alkohol? Nee, Limonade. Ja, das ist gut. Chips. Bier. Nee, danke. Auch nee, ist alles ungesund hier. Kann man hier noch rein? Ach, guck mal, hier kann man auch noch rein. Ach, guck mal, Lady Comstock. Das Waschbecken benutzen? Nee. Kann man hier noch. Nein, ich möchte das nicht benutzen. Gibt's hier irgendwas, was man. Nein? Wein trinken? Nö, kein Interesse. Okay. Aber wir haben einen Raum gefunden, obwohl da nichts drin war. Ich würde gerne die wissen, was das für ein Sie Schild werden das ist. zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Ach, hier haben wir das Schild. Okay. Fügt ein Magnetabwehrschild hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Sehr schön. Oh, was war denn das?
Hm, verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Ich lebe offensichtlich noch, also hat das geklappt. Und jetzt können wir auch das Schild upgraden. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, geht das als erstes runter. Vor der Health. Und wenn das dann weg ist, dann geht die Health runter. Aber es regeneriert sich halt irgendwann. Also nach einer gewissen Zeit oder so. Oder nachdem man irgendwas nimmt, um das Schild wieder aufzufüllen. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Wir können ja mal das Schild ein bisschen größer machen. Perfekt. So. Aber die Gesundheit ist mir eigentlich noch ein bisschen wichtiger. Aber eigentlich, wenn das Schild... Ich weiß nicht mal, wie man das Schild auffüllt. Oh, guck mal, da können wir Geld klauen noch. Komm, wir machen nochmal das Schild. Und... Ene, mene, mu und raus bist... Komm, wir machen Salz. Damit wir alles mal gemacht haben hier, ne? So. Okay, können wir hier noch irgendwas klauen? Ach, guck mal. Medkit? Ach, die können wir jetzt nicht mehr mit uns rumtragen, ne? Oder wie war das? Oder gibt es da noch irgendwas, was wir portabel haben? Joa. Können wir das jetzt nehmen? Die Salze sind voll. Achso, wenn wir das erhöhen... Erhöht... Okay, können wir mit dem reden? Nein. Was haben wir hier? Kaffee? Okay. Kann man mit dir reden? Nein. Dann gehen wir jetzt hier durch die Küche. Und können noch ein bisschen rumlooten hier. So, was haben wir denn hier? Ein Voxophon. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht... 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Sehr interessant. Er weiß, wie die Biografie endet. Jetzt schon. Ach, guck meine an. Ach ja. Okay, das haben die also gefeiert. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Ja, was können wir denn alles jetzt hier machen? Rumlaufen und nichts tun. Guck mal, hier können wir jetzt warten, bis irgendwas angedockt hat vielleicht. Oder können wir irgendwas machen? Was können wir machen? Was sollen wir machen? Warten wir jetzt einfach hier? Ich bin mir gar nicht so sicher. Was können wir denn machen? Hallo? Passiert irgendwas? Ach, guck mal hier. Um dich an einen Frachthaken festzuhalten... Was... Soll ich den Frachthaken ansehen? Was ist denn für ein Frachthaken? Das da? Wenn ich mich mit diesem Skalpell anhaken könnte. Ich verstehe. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Das ist schon mal gut. Ach, guck mal, jetzt hängen wir hier und können schießen. Aber wir gehen mal zum nächsten. Bam! Okay, gibt's hier irgendwas? Guck mal da hinten. Wir machen jetzt mal, wir ändern mal das Plasmid und können wir so weit schießen? Nein, können wir leider nicht. Schade. Dann gehen wir da hin. Jetzt aber, oder? Skyline-Angriff. Ach, sieh mal einer an. Können wir das auch machen? Bäm! Oh, wie cool. Das fand ich jetzt schön. Okay, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn da? E gedrückt halten im Maschinengewehr. Gefällt mir das? Weiß ich noch nicht. Das ist nicht so präzisierend. Präzise. So, präzise. Dankeschön für das Wort. Kann ich hier hoch irgendwie? Nein. Okay, dann gehen wir da lang. Was haben wir denn? Kann man das hier noch irgendwie? Nein, kann man nicht. So. Ach ja, doch. Ich vergesse den Nahangriff immer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nee, ich will nicht Kim und Korn. Das, ich sehe nichts. Da ist einer. So. Geht doch. Ach, das geht eigentlich. Das hat ja kaum Rückstoß. Ich hatte jetzt Angst gehabt, dass das so einen Rückstoß hat wie in Bioshock 1 und 2. Wo seid ihr denn?
Es gibt auch Frauen, die hier in diesem... Oh, habe ich das jetzt automatisch aufgesammelt? Ach Gott, ich bin ein bisschen überfordert noch. So, was war denn das hier für einer? Keine Ahnung. Wieso treffe ich das nicht? Was soll das? Okay, ich habe es offensichtlich irgendwie nicht getroffen. Ach, guck mal, jetzt ist das nämlich automatisch wieder... Wo sind die denn? Okay. Kann man hier noch irgendwas... Kann ich hier ein bisschen looten? Ja. So, okay. Also dieses Teil da hinten kriege ich irgendwie nicht kaputt. Warte mal. Wir erinnern mal das Plasmid auf das hier. Ah, toll. Hat voll getroffen. Wo reden die denn? Okay, irgendwie... Huch. Ach, da! Ich habe da oben hingeguckt. Ach, Gottchen. Ja, okay. Ach. Wo seid ihr denn? Okay. Kann ich... Oh Mann, ich sehe hier nichts. Das ist zu neblig. Ach, guck mal, da sind die Herrschaften. Bäm! Wo sind denn hier Leute? Ich bin etwas... Ich sehe nichts. I don't see anything. Da. Okay. Gott, das ist echt schwer hier. Wenn das um einen herum so alles fliegt. Ach, wo kommen die denn her? Ich würde gern wissen, wo du bist. Erstmal. Ich habe dich ja noch gar nicht getroffen. Okay, hier schießt irgendjemand auf mich. Wir gehen mal darauf. Ach, guck mal, da. So. Hier können wir nichts mehr looten. Also wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Ach. Ja. Ach, guck mal einer an. Wie geil ist das denn? Da geht's lang, okay. Die sehen sehr interessant aus. Diesmal nicht so spleißerisch, sondern eher schick. Wo? Wer redet mit mir? Ich finde es sehr interessant, dass die mit einem reden, obwohl die ja noch gar nicht... Guck mal, kann ich jetzt da runterspringen? Bäm. So. Kann man hier noch irgendwas looten? Jetzt ist die Frage, kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann, wo war dieser Haken? Wenn ich... Sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Warte mal, Moment. Hier war doch irgendwo so ein Haken. Da. So, und jetzt? Wo muss ich... Wo kann ich hin? Was denn? Ich bin kein Feigling. Ich sehe nur keinen. Okay, vielleicht... Ach, da runter vielleicht. Bam. So. Wo rein? Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ach so, Salze. Okay. Ich dachte, das ist so ein neues... nicht Plasmid, eine neue Kraft. Aber es ist gar nicht. So, ist sehr hübsch hier, doch. Nö. Ich ergebe mich nicht. Okay, die kommen jetzt wahrscheinlich hier irgendwie... Hallo, kommt jemand? Oh nö, heute nicht. Okay, hier ist überhaupt niemand. Guck mal, Geld. Hier haben wir noch ein Badezimmer. Ich muss niesen. Ach, guck mal hier. Oh, eine Truhe. Zu. Wie zu? Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Halte Ausschau nach dem Schlüssel, der diese Truhe öffnen könnte. Okay. Ich werde diesen Schlüssel finden. Ich hoffe, der ist hier irgendwo, sonst vergesse ich das nämlich. Ein Voxophon. Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste.
Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzunutzen, mit dem man das Ding aufkriegt. Ich glaube, der hätte mir gar nichts getan. Tut mir leid, Mister. Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt schlechtes Karma. Fuck. Ja. Oh, ein Silberbarren, auch nicht schlecht. Den wollte ich nicht umbringen. Den wollte ich echt nicht umbringen. Ich hoffe echt nicht, dass das irgendein böses Karma gibt. So, Moment. Irgendwo soll ein Schlüssel in der Loge, aber wir sind hier nicht in der Loge, oder? Wo kommt man denn hier raus? Hier ist ja gar kein Ausgang. Das ist bestimmt ein geheimer Ausgang, oder? Muss ich hier irgendwas schieben? Okay. Irgendwie... habe ich mich verlaufen. Nee, das... Hä? Müssen wir doch wieder hoch? Ich höre die ganze Zeit Leute. Irgendwie war das hier aber... Hat doch auch so meine Sachen zu mir zu sagen. Also irgendwie weiß ich nicht. Da drinnen war jetzt irgendwie nichts, oder? Kann ich vielleicht... Ach, guck mal, wenn ich jetzt so mache... Dann kann ich darüber springen. Ich verstehe. Ergib dich. Nö. Ich muss ja eh sowieso zu dieser Statue hin. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich da alles entdeckt habe. Ich bin noch echt, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert. Wo ist denn hier einer? Mann! Ich mag das nicht, wenn die mit mir reden und ich nicht weiß, wo die sind. So, was haben wir hier noch Schönes? Nichts, was wir brauchen. Okay, leg dich um. Ich dich auch, wenn ich dich irgendwo sehe. So, dann gehen wir hier rein. Montgomery Anwesen, okay. Ja, nicht jede Situation verwenden. Ja, okay. Ich gelobe Besserung. Ich werde nicht mehr alles schießen, was bei 3 auf dem Baum ist. Ach, sieh mal einer an. Guck mal. Das ist der. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Ja, aber. Ich weiß. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Hi. Muss ich irgendwas machen? Ich tue euch nichts. Ich möchte nur ein bisschen Munition. Was ist denn das hier? Ein geheimes Treffen der bösen, guten... Moment. Kann ich jetzt hier hoch irgendwie mich verstecken oder so? Toilette benutzen, Waschbecken benutzen. Oha, okay. Wo kam das jetzt her? Also hier ist irgendwie so eine Art Unterschlupf von irgendwelchen Leuten. Was ist mit meiner Waffe? Warum halte ich die so komisch? Weil ich beschlossen habe, niemanden hier zu erschießen, oder was? Okay. Oh, was ist das denn hier? Salze, okay. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich bin... Müsli-Riegel. Ich glutsch hier einfach mal alles, ne? So, ihr guckt einfach nur, ihr tut mir ja irgendwie nichts und wollt auch nicht mit mir reden. Kann ich irgendetwas machen? Nicht? Gut. Dann, guck mal, jetzt kann ich die Waffe wieder auf euch schießen. Nein, tja, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und fragen die Leute dann in der nächsten Folge, was sie von uns wollen oder was ich für die tun kann, weil ob die jetzt gut oder böse sind... Ich kann die auch einfach erschießen, aber ich meine, vielleicht bringt mir das ja was, dass ich sie nicht erschieße, nicht wahr? Wir sehen uns. Ciao!